Schön, dass Sie dabei sind im App und im Web hier bei der Pressekonferenz vom SCDFK Leipzig. Und am Sonntag sind es genau 70 Tage, dass das letzte Heimspiel hier in Leipzig her ist. Und am Sonntag kommt dann gleich ein Kracher hier zum Ostderby, und zwar der amtierende deutsche Meister. Und was die Akteure dazu zu sagen haben, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich begrüße euch trotzdem nochmal ganz herzlich hier zum Pressegespräch anlässlich unseres Spiels des Jahres. Es ist das erste Heimspiel im neuen Kalenderjahr 2023. Es ist das größtmögliche Heimspiel, was wir hier veranstalten können. Die Kulisse wird atemberaubend sein und die Vorfreude könnte eigentlich nicht größer sein auf dieses Spiel. Ihr habt gerade gehört, 10 Wochen lang konnten wir hier niemanden zu Hause begrüßen in unserer Arena, in unserer Halle. Und alle freuen sich tierisch drauf. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und mit unserem Chefcoach natürlich, der die ganze Sache sportlich einordnen wird. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass unser Geburtstagskind von gestern und derjenige, der seine Heimspielpremiere hier feiert und auch noch die Premiere gegen seinen Ex-Club. Also gibt es einiges, was das Spiel auflädt. Moritz Preuß zu meiner Rechten heute mit im Podium sitzt. Ich möchte ganz kurz die Partie ein bisschen einordnen, organisatorisch für uns. Und dann kommen wir auch ganz schnell zum sportlichen Teil. Präsentiert wird das Spiel vom DHL-Drehkreuz hier in Leipzig, das so wie wir letztes Jahr 15 Jahre Leipzig gefeiert haben, dieses Jahr 15 Jahre Standort in Leipzig feiert und rings um das Spiel sehr, sehr viel vorbereitet hat. DHL ist ein Partner, der mit uns das Ziel verfolgt, aus Leipzig irgendwann Richtung Europa abzuheben. Die machen das schon. Wir haben noch ein ganzes Stück Weg vor uns. Wie weit der Weg ist, das haben wir wieder in dieser Saison auf auch ziemlich harte Art und Weise, vor allen Dingen am Anfang, zu spüren bekommen. Und ich freue mich aber total, dass wir mittlerweile wieder in der Spur sind, dass wir eine Mannschaft haben, die auch daran glaubt, egal wo sie hinfährt, so wie das auch letzte Woche in Melsung war, dass er was mitnehmen kann und auch egal welcher Gegner hierher kommt, dass wir immer für was in Frage kommen können. Und jetzt kommt der Gegner, der wahrscheinlich gerade die am schwersten zu bespielende Mannschaft in Deutschland und damit auch auf der Welt ist. Sie sind nicht umsonst Superclub-Gewinner, sie sind nicht umsonst deutscher Meister und haben einen Wahnsinnslauf. Aber wenn jemand den Gegner gut kennt, dann ist es der Mann zu meiner Rechten. Und wenn jemand dafür steht, dass man immer an seine Chance glauben kann, dann ist es der Mann zu meiner Linken. Und genau mit denen wollen wir jetzt sprechen. Runa, erste Frage geht an dich als Coach. Wir wussten nicht so richtig, wo wir stehen. Nach einer relativ langen Pause, auch nach der WM, der erste Spieltag von uns wird verschoben in den März rein. Rückblickend nochmal die Leistung in Melsung eingeordnet. Können wir darauf aufbauen, auch im Hinblick auf den SC Magdeburg? Oder müssen wir uns dort noch ein Stück weit verändern und verbessern? Ja, guten Tag. Ich denke, wir müssen uns schön verbessern. In Melsungen ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns vorgestellt haben. Aber muss man dann auch sein, schlecht gespielt und gewonnen. Das ist dann das Positive, die wir mitnehmen. Und also erste Halbzeit haben wir dort relativ gut uns präsentiert, aber in zweite Halbzeit war es ein bisschen viel Not bei uns im Spiel, aber wir haben trotzdem charakterlich das überstanden und den Sieg geholt. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man muss nicht immer super spielen, um Punkte zu holen. Wie groß ist das Selbstvertrauen gerade in der Mannschaft nach so einem Jahresstart und auch nach dem Lauf, den wir hingelegt haben im letzten Vierteljahr? Also Selbstvertrauen ist schon da und die glauben an sich, und ich denke, wir werden so das Spiel annehmen am Sonntag. Also wir müssen unseren Teil betreiben. Wir brauchen auch relativ gute Stimmung eigentlich. So, muss laut sein, muss Druck da sein, und dann schauen wir mal. Der Gegner SC Magdeburg, ich habe schon gesagt, einer wahrscheinlich der unbequemsten, auf den man gerade treffen kann. Was macht die Mannschaft aus und worauf wird es bei uns ankommen, in diesem Spiel, Runa? Also Magdeburg spielt eine der effektivsten Handball jetzt in Deutschland. Die haben jetzt auch in der letzten Zeit 2 Leistungsträger verloren, die man hat so im Vornherein nicht gedacht, die konnte diese 2 Spieler ersetzen, aber habe sie gemacht. Sie spielen immer noch einen guten Handball.
und effektiven Handball holen sie immer noch Punkte überall bis jetzt und sind gut drauf. Aber wie gesagt, also die kommen jetzt erstmal zu uns und es fängt beim Null an, wie in jedem Spiel. Und ich denke schon, dass wenn wir unsere Sache machen aufs Spielfeld und gut spielen, dann ist schon was drin. Alright, letzte Frage fürs Erste. Es ist dein erstes Derby, das du spielst. Was macht das mit dir selbst? Spielt man da schon jetzt eine andere Anspannung als vor anderen Spielen? Oder nimmst du das isländisch cool und das macht wenig? Also ich freue mich erstens, dass beim Spielen ist das so, dass keiner hat kleines was. Also keiner will sich schönen, alle wollen dabei sein. Und das ist auch im Training, wir sind alle da, wir brauchen keinen Hock zu holen, um uns aufzufüllen im Training. Man spürt schon die Spannung bei den Spielern. Also ich versuche dann einfach, mich etwas zurückzuhalten. Okay, toi, 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 dabei. Moritz, kommen wir zu dir. Wo ist man nervöser, vom ersten Punktspieleinsatz oder vom ersten Spiel gegen seine alte Truppe? Gib Moritz Mikro. Okay. Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich war relativ nervös in Melsungen tatsächlich. Es hat mich gefreut, einfach wieder spielen zu können. Ich hatte auch eine lange Zeit letztes Jahr mit einer Verletzung zu kämpfen und war dementsprechend voller Vorfreude auf das Melsungen-Spiel. Jetzt freue ich mich natürlich auch auf das Spiel am Sonntag. Nervös bin ich jetzt nicht. Ich freue mich einfach darauf und ich glaube, das ist auch wichtiger. Okay, jetzt bist du derjenige, der den SCM im FF kennt. Wie oft wirst du gefragt von den Jungs, auch während dem Training, worauf müssen wir noch aufpassen oder worauf müssen wir einen Schwerpunkt noch mitlegen? Ach ja, es kommt natürlich zwischendurch immer mal zum Thema, dass es, ja, wie spielen wir das, wie haben wir das in Magdeburg gespielt, wie spielen die das da? Im Grunde genommen wird es halt darauf ankommen, wie wir das Spiel einfach am Sonntag gestalten, wie wir die Zweikämpfe von Magdeburg bespielen. Jeder hat die Videos im Vorfeld auf den Gegner und natürlich spielen sie es trotzdem so gut, dass, obwohl man weiß, was sie spielen. Und ich kann natürlich Tipps geben bei bestimmten Spielern, Schwächen, Stärken, aber darauf ankommt es am Sonntag und da wollen wir dann performen. Una hat schon gesagt, es muss laut sein. Was machen viele Zuschauer mit dir und was kann es mit unserer Mannschaft machen? Ja, es ist natürlich fantastisch, vor ausverkaufter Arena zu spielen. Das erste Mal jetzt auch als Leipziger hier in der Arena. Ich hoffe, die Halle explodiert. Ich werde das Spiel genießen und ich kenne es ja bisher jetzt nur als Gegner und jetzt freue ich mich, das erste Mal als Leipziger hier in die Arena aufzulaufen. Alright, danke erstmal Moritz und ich mache die Runde direkt auf für eure Fragen. Bitteschön. Thema bitte. Der Coach hat es schon gesagt, es fehlen zwei Spieler in den Reihen vom SC Magdeburg, einer auch auf deiner Position. Wie wichtig waren die beiden und was könnte euch das auch einen Vorteil geben, dass zwei so große Leistungsträger jetzt fehlen? Natürlich mit Saugstrup und Magnusson sind zwei wichtige Spieler. Haben sich da zwei sehr wichtige Spieler verletzt. Ich glaube, mit Kai Smits haben die einen genauso fantastischen Spieler wie Oma. Er ist ein bisschen anderer, hat ein bisschen anderes Spiel als Oma, aber es hat sich im Grunde nicht viel verändert. Und mit Saugstrup haben sie vielleicht einen etwas individuelleren Handballer verloren, der bestimmte Situationen besser antizipieren kann als eventuell die anderen beiden Kreisläufer, aber Magdeburg hat ja auch nochmal nachgelegt mit Bergendahl, der das bisher auch sehr gut macht in der Abwehr. Ich glaube, dass Saugstrup tatsächlich Magdeburg mehr fehlt als zurzeit Magnusson, weil einfach Kai Smits unglaublich gut drauf ist. Ja,
Ja, was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als im allerersten Spiel, nachdem du weg warst, sich direkt der Kreisläufer verletzt und dann diese Rotation losgeht mit Stuttgart? Hast du dann gedacht, ja, da hätte ich doch auch in Magdeburg bleiben können? Oder freust du dich trotzdem, hier in Leipzig zu sein? Ich freue mich natürlich. Hättest du ihn das nicht unter vier Augen fragen können? Ich freue mich natürlich, hier in Leipzig zu sein. Als ich das gesehen habe, tat es mir zuallererst sehr leid für Saugstrup. Wir waren oder sind sehr gut befreundet, haben sehr viel Kontakt in Magdeburg. Habe ihn auch direkt ein, zwei Tage später angerufen, mich erkundigt und war erstmal erleichtert, dass es dann nicht doch ganz so eine schlimme Verletzung war, wie am Anfang befürchtet. Und dass ich jetzt hätte da bleiben können oder mit der Verletzung, dass es mit dem Gedanken habe ich, den hatte ich überhaupt nicht, den wurde eher von anderen immer zu mir getragen und ich wurde das gefragt, aber ich bin mega happy hier zu sein und freue mich einfach jetzt auf die Zeit hier in Leipzig. Das hat er schön gesagt. Weitere Fragen? Habt ihr es im Griff mit dem Mikro? Sonst können wir. Okay, sehr gut. Moritz sieht mich jetzt nicht. Ist eine Frage an Trainer und Spieler. Was dir erspart geblieben ist, alle drei Tage zu spielen. Magdeburg gestern auch wieder in der Champions League gegen Zagreb. Wenn das klappen soll, am Sonntag muss ja vieles zusammenkommen, hat Carsten gesagt, weiß auch jeder. Ist es vielleicht ein Vorteil aus eurer Sicht, dass die tatsächlich mehr belastet sind, jetzt schon durch die WM-Einsätze und dann eben vor allen Dingen durch die Champions League, die sie spielen? Nicht unbedingt. Also was war 70 Teil von unserem letzten Heimspiel. Das ist auch kein Vorteil. Das ist halt so, wenn du drin bist in diesem Rhythmus und gewinnst fast auf Dauer, dann läuft es halt automatisch. Und das wird einfach gesteuert, sie trainieren wenig. Das ist natürlich Reisestrapazen, die kommen dazu. Aber die haben einen Flow und diesen Flow müssen wir brechen. Also das ist, wir können nicht hoffen, dass sie kommen hier oder wann sie kommen hier müde oder so, dann wird es schön, weil die Halle ausverkauft ist, es wird tolle Stimmung sein, dann werden sie schön Gas geben. So, ich sehe, das als keinen Vorteil. Ja, also sehe ich ähnlich. Ich habe kenne die Situation ja aus Magdeburg und weiß auch, was Benno jetzt wahrscheinlich seinen Jungs in Magdeburg vor diesem Derby sagt. Alle freuen sich auf dieses Spiel und natürlich hatten die gestern auch noch ein Spiel und sind einfach im Spielrhythmus. Die werden hier brennen. Die freuen sich genauso auf das Derby wie wir. Und mit den mehr Spielen, die sie einfach im Februar jetzt hatten, glaube ich, haben die einfach einen Vorteil, weil sie im Spielrhythmus sind. Runa lässt uns, glaube ich, genauso viel laufen im Training, aber ich denke, mit Spielen fährst du halt einfach besser und kommst eventuell auch besser rein. Man wird es am Sonntag sehen, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Alright, André bitte. Zwei Fragen an den Trainer. Die erste, wie hast du Moritz in den letzten Wochen, in den ersten Wochen hier in Leipzig erlebt? Was gibt er euch, was ihr bisher womöglich noch nicht gehabt habt? Und die zweite Frage, könnte es sein, dass Magdeburg, weil es ja vorne in der Spitze relativ eng zugeht, einen größeren Druck hat als ihr und könnte das unter Umständen ein Vorteil sein? Ja, also erste Frage, also ich bin happy, dass Moritz hier ist. Macht das gut, er ist schön eine von der Truppe da und hat schon angefangen jetzt auch in Melsungen, hat seine Sache gut gemacht, bis auf zwei verworfene Bälle und das war der Kompromiss. Ja. Und das wird besser am Sonntag, gehe ich davon aus, aber also es ist er hilft uns, er macht uns stärker und er macht auch neue Möglichkeiten für uns am Kreis, also mit unserem Kreisspiel, das ist auch schon klar. Zweite Frage ist natürlich, hat Magdeburg den größeren Druck, also sie sind da oben, jede Punkt, die sie verlieren, kostet wahrscheinlich jetzt die Meisterschaft, aber das sollte kein Nachteil für uns sein. Aber vielleicht ein Vorteil? Ja, natürlich.
Das Vorteil für uns, dass wir müssen nicht, aber wir können dieses Spiel gewinnen. Und ich denke, dass so sollten wir das angehen. Also, wir sollten uns nicht verstecken. Das brauchen wir auch nicht. Habe ich was vergessen, oder? Nein, okay. Nur gucken Sie mal. Weitere Fragen? Timon. Ja, direkt an dich, Carsten. Was hat sich denn in den letzten Jahren für dich im Derby verändert? Ist es definitiv größer geworden, die Halle ist ausverkauft, 6.000 Leute sind da, aber inzwischen ist es ja auch der deutsche Meister, gegen den man spielt. Du hast das ja alles miterlebt. Wie hat sich das Derby aus deiner Sicht denn verändert? Also das hat ganz, ganz viele Phasen irgendwie durchgemacht. Am Anfang waren wir der absolute Underdog und stellte sich eigentlich die Frage gar nicht, wer geht da als Sieger raus, und plötzlich waren wir es mal. Dann waren wir tabellarisch, Entschuldigung, fast auf Augenhöhe. Und dann hat Magdeburg die große Keule rausgeholt und uns das mal wieder gezeigt, wer hier in Mitteldeutschland die Nummer 1 ist. Und seitdem hat sich natürlich auch, haben wir uns weiterentwickelt, aber auch der SC Magdeburg ist absolut die absolute Top-Mannschaft in Deutschland geworden, sodass die Favoritenfrage jetzt wieder relativ eindeutig ist. Und das mache ich überhaupt nicht, weil ich irgendwo Druck hinschieben will, sondern weil man einfach nochmal auf die Tabelle gucken muss und gucken, wie tritt die Mannschaft, wie konstant tritt die Mannschaft gerade auf. Und wir sind noch ein Stück weit auf der Suche nach unserer wirklichen Rolle hier in der Liga. Also der Anspruch, der ist allen Beteiligten hier klar, der vereint uns auch alle. Und jetzt sind wir auf der Suche, wie kommen wir dort, wo wir gern sein wollen, auch wirklich hin. Deswegen ist es ein sehr, sehr spannendes Derby jetzt am Sonntag, was auch uns wieder sehr wichtige Erkenntnisse liefern wird. Wo stehen wir gerade und wie können wir mit so einer absoluten Spitzenmannschaft mithalten? Wie stark können wir sie fordern? So, und ringsrum, na klar, wird es von Jahr zu Jahr größer. Das zeigt aber auch nur, dass die beiden Vereine sich weiterentwickeln. Das zeigt, dass Handball mehr in den Fokus rutscht. Das zeigt ja auch die Präsenz heute hier, was das medial macht. Also das sind ja genau die Dinge, um die es geht, dass wir Impulse geben können für unsere Sportart. Und wenn so ein Spiel dazu beiträgt, dass noch mehr Leute Handball cool finden, dann ist es doch genau das, was wir alle zusammen wollen. War ich doch nicht der Letzte. André. Immer einige Jungs und auch du, glaube ich, waren gestern drüben im Stadion bei der Champions League. Wenn man gerade die zweite Halbzeit sich anguckt, kann man aus der Leistung der Fußballer, die ja auch einen großen Favoriten an den Rand einer Niederlage hatten, irgendwas für das Spiel gegen Magdeburg mit rausziehen, auch vielleicht gerade in der Ansprache vom Spiel? Also was man mitnehmen kann, ist natürlich, dass wir sollten nicht erste Halbzeit so gestalten wie RB, also mit so viel Respekt oder ja, also das war wie, die waren im Unterzahl. Und erst in zweiter Halbzeit haben sich sein eigenes Spiel durchgezogen und waren dann gleichwürdig auf dem Spielfeld. So, das können wir mitnehmen, dass wir sollten einfach von Anfang an unser Spiel machen und Gas geben und versuchen mit aller Macht jedes Tor zu erzielen und jeden Tor zu verhindern. Aber das können wir mitnehmen. Also nicht so viel Respekt, so auf dem Spielfeld, unser Spiel durchziehen und mal schauen, was rauskommt. Timon. Eine Frage an Moritz. Du hast jetzt auch einen neuen Trainer, nicht nur einen neuen Verein. Wo siehst du die größten Unterschiede im Training zwischen Wendt-Wiegert und Brunner? Naja, wir haben hier in Leipzig auf jeden Fall viel mehr Training als noch in Magdeburg. In Magdeburg waren es eigentlich fast nur Abschlusseinheiten. Man war gefühlt nur im Videoraum, weil man sich einfach auf alle zwei, drei Tage auf den Gegner vorbereiten musste. Hier hat man viel mehr Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Man ist mehr in der Halle. Wir trainieren hier viel, viel mehr als in Magdeburg. Und ich glaube halt einfach, dass es einfach in Magdeburg der Fall war, dass du irgendwie bestmöglich die Mannschaft, die
die Belastung einfach verteilen musstest und halt einfach gucken musstest, dass alle drei Tage die Mannschaft fit ist. Man hatte manchmal mit zwei, drei Spielern nur trainiert und ja, ich glaube halt einfach, das ist so mit einer der größten Unterschiede, wenn du jetzt die Vereine vergleichst tatsächlich. Totaler Luxus, den wir hier haben. Wir können den Jungs noch was beibringen. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ein paar organisatorische Sachen, die wichtig sind. Wird hohes Verkehrsaufkommen geben hier rings um der Halle, deswegen zeitige Anreise. Das Spiel live auch im Free im MDR sichtbar. Unsere Fans werden sich engagieren zugunsten der Waldmeisterschaft in Sachsen. Wie ihr schon gehört habt, alle Top-Vereine in der Teamsport Sachsen-Initiative engagieren sich ja für so eine Baumpflanzaktion. Unsere Fans sind dort jetzt mit drauf gegangen und machen das Tippspiel rings um die Aktion. Also geht dort gerne nochmal im Foyer dabei. Dann haben wir das neue Green-Weiß-Magazin draußen, was sich echt lohnt mit interessanten Insights zur Rückrunde und auch zu den beiden Protagonisten hier, die ja am Anfang der Saison noch nicht beim SCDFK waren, erfahrt auch vieles Spannendes. Und wir haben einen riesen Kids-Club, diesmal in der kleinen Arena, weil wir ja in der großen Variante spielen, die vierte Tribünenseite mit offen ist, wo über 500 Magdeburg-Fans sitzen werden, und haben hier ein Alternativangebot geschaffen, was richtig cool wird. Also dort auch können Eltern mit ihren Kindern dafür sorgen, dass sie sich in Ruhe das Spiel angucken können, und die Kids können sich hier austoben und schlafen abends friedlich ein. Wir freuen uns riesig auf das Spiel. Es hat einen ganz besonderen Rahmen, den hat es so verdient. Es sind zwei besondere Mannschaften, die hier aufeinandertreffen. Und ich glaube, wir können uns auf einen geilen Fight freuen. Und ich bin selber sehr gespannt, was dort passieren wird. Und frohen Mutes, dass unsere Mannschaft hier ein richtig geiles Spiel abliefern wird. Darauf freue ich mich sehr und freue mich auch, wenn ihr live mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank und viele Grüße an die Zuschauer auf der App und im Web. Dankeschön, Carsten Günther. Ich würde noch mal ganz kurz zu Moritz Preuß nach vorne gehen. Nochmal für ein paar Fragen bei uns hier im Stream. Moritz, wir hatten ja... Ach, alles gut. Ich bin ja trainiert. Ich trainiere auch mehr als die Magdeburger von Bennett Wiedert. Nein. Moritz, wir hatten es ja gerade schon gehört, dass natürlich das Trainingspensum hier ein anderes ist als in Magdeburg, wo Sie ja von Wettbewerb zu Wettbewerb gereist sind mit der Mannschaft. Inwiefern haben Sie sich in diesem neuen Rhythmus erstmal finden müssen, und was haben Sie sich aus diesem Rhythmus auch herausnehmen können? Naja gut, also den Rhythmus, den habe ich jetzt seit zwei, drei Wochen. Letzte Woche hatten wir das erste Spiel. Was kann ich daraus rausziehen? Also ist es natürlich so, dass man einfach sich einfach viel, viel besser auf ein Team eventuell vorbereiten kann. Man kann sich mehr Gedanken machen, ob es jetzt gut ist oder schlecht. Manchmal ist es auch vielleicht ganz gut, wenn man drei Tage später wieder spielt, wenn das Spiel im Vor- oder das letzte Spiel nicht so gut war. Sonst hast du da halt eine Woche dran zu knabbern. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie die nächsten Wochen werden. Ich freue mich auf die nächsten Aufgaben, gerade jetzt mit Magdeburg und auch die darauf folgenden mit Rhein-Neckar-Löwen bzw. noch Kiel. Das werden jetzt tolle Wochen für uns und ja, freue mich riesig. Wir haben es von dem Trainer gehört, er will den Flow von Magdeburg brechen. Jetzt kennen Sie, so wie ich, ja auch Bennett Wiegert sehr gut, und sein Flow zu brechen ist aber eine große Aufgabe, oder? Das ist eine riesengroße Aufgabe. Natürlich, das will jeder Gegner. Magdeburg macht das fantastisch. Sie spielen unglaublich schönen Handball, erfolgreichen Handball die letzten Jahre. Und ja, aber wir wollen es versuchen. Und mit einer vollen Halle am Sonntag ist das auch möglich. Carsten Günther hat es, glaube ich, erwähnt, dass man ja so in der Liga noch gucken muss, welche Rolle man dann eigentlich für sich findet. So eine Rolle als Favoritenschreck, wäre das eine Rolle, die Ihnen gefallen würde? Das wäre eine Rolle, die uns auf jeden Fall wahrscheinlich für die nächsten drei Wochen, die würden wir gerne hören, ja, natürlich. Was nehmen Sie sich denn vor für Ihr erstes Heimspiel hier in Leipzig? Ach, ich will es genießen am Anfang. Ich will die Stimmung aufsaugen und dann einfach fighten für die beiden Punkte. Haben Sie denn Kontakt nach Magdeburg gerade in der Woche jetzt? Ja, gestern natürlich durch meinen Geburtstag haben sich viele gemeldet. Herzlichen Glückwunsch erstmal nachträglich. Danke. Zum 28. glaube ich, ne? Richtig, genau. Tatsächlich habe ich auch gestern mit Bennett Wiegert gefacetimed, während er in Zagreb saß und einen Kaffee getrunken hat. Ja, die Jungs, wir schreiben viel über die ganzen Apps, die es mittlerweile gibt. Da ist der Kontakt nicht abgebrochen.
Ich freue mich auch, die wieder am Sonntag zu sehen und ja, gegen die zu spielen. Aber Geburtstagsgeschenke in Form von Punkten erwarten Sie nicht? Die wollen wir uns erkämpfen, die brauche ich nicht geschenkt bekommen. Super, Dankeschön, herzlichen Dank, Moritz Preuß. Und das war es hier bei MDR Sport im Osten im Web und in der App mit unserem Livestream von der Pressekonferenz vom SC DFK Leipzig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.